Jetzt warn doch, Ned. Ich weiß nicht, was ich machen soll mit dir. Schau, wie du ausschaust erst. Die ganze Schminke rinnt dir schon übers Gesicht. Was? Ein Papiertaschentuch? Nein, tut mir leid, ich hab kein Papiertaschentuch. Aber ein Klopapier kann ich da holen. Im Notfall kann man sich da auch reinschneiden. Bitte, Mann, es war ja nur Vorschlag. Wo die Brigitte nur bleibt. Seit einer Stunde sollte er schon da sein und der Trampel kommt nicht daher. Glaub mir, die kann besser reden mit dir als ich. So von Frau zu Frau, ne? Stört dich die Musik? Soll das Radio auch dran? Gut. Geh, sei lieb. Schenkst mir Zigaretten? Danke schön. Pass einmal auf. Jetzt werde ich dir was sagen. Ganz ehrlich, ganz brutal. Also für mich ist der, ich meine, ich kenne ihn ja nicht, nicht, aber für mich ist der Kerl ein Schwein. Jawohl, ein Schwein. Nicht deswegen, weil er dich sitzen lassen hat. Nein, das kommt vor. Das habe ich auch schon gemacht mit vielen Weibern. Frag die Brigitte. Nein, nicht deswegen. Sondern weil er überhaupt angefangen hat mit dir. Verstehst du mich? Was? Geliebt habt ihr euch? Das hören wir doch nichts erst. Weißt denn du überhaupt, was wahre Liebe ist? Weißt du das wirklich? Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich wirklich, wie hast du gesagt, zu wenig Einfühlungsvermögen. Ich sag ja, die Brigitte müsste da sein. Die hat sicher mehr Einfühlungsvermögen. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich wirklich nicht. Du bist jung, du schaust gut aus, die Brigitte sagt das oft. Warum lachst du? Na, wenigstens lachst du wieder, pass auf, da muss ich dir gleich einen Witz erzählen. Also, hoch zu. Da fangen zwei schwule Missionare im Urwald den Tarzan und... Den kennst du schon? Der ist blöd? Also, ich hab sehr gelacht. Hat der Haber einen besseren Witz erzählt? Jetzt warn doch nicht schon wieder, gerade hast du noch gelacht. Warn er lachen. Du bist ja richtig hysterisch, bist ja du. Wo bleibt denn der Trampel? Na, die kann was erleben, wenn's heimkommt, wirklich. Wie? Du willst gehen? Ja, aber warum denn auf einmal? Ich war doch, du willst ein bisschen reden, du willst dich ein bisschen aussprechen. Ja, wisst. Geh, sei lieb, bevor du gehst. Lass mir nur Zigaretten da. Ach, das ganze Backel, das war aber nicht notwendig gewesen. Danke dir schön. Ja, ist eh klar, ich lass schon grüßen, klar. Ja, und du, gell, wenn du was brauchst, rufst du an. Du siehst, ich bin immer für dich da, gell? Alles dann. Servus, Herbert. Und hör auf zum Warnen.